Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Montagsvideo Nimm dein Schicksal als Chance. Durch die öffentlichen Auftritte, die ich jetzt hatte, Interviews, die ich gegeben habe, sind in den letzten Wochen wieder Menschen mit sehr, sehr schwerem Schicksal in mein Leben gekommen. Und ich möchte dir heute einfach Mut machen, wenn du vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten hast, zu mir in Beratung zu kommen, weil du dich nicht traust, aber trotzdem vielleicht gerne mal einen Gedankenanstoß hättest oder für diese Woche einfach nochmal so spüren möchtest, was kann ich tun? Mein Leben ist so schwer, mein Leben war so schwer. Einer der Realitäten, die unser Leben ausmacht, dass wir immer wieder durch Lebenssituationen in Resonanz kommen mit unserem Schicksal. Sei es, dass auf irgendwelchen Festen, am Nachbartisch oder am eigenen Tisch über etwas gesprochen wird, dass genau deine Familiengeschichte genau eine Erlebnisgeschichte ist. Sei es, dass du in einen Kinofilm kommst, wo genau das Thema schauspielerisch eruiert wird, wo dir aber schwerfällt, wo du aber das Gefühl hast, wow, am liebsten würde ich jetzt weinen. Oder dass du in der Kasse beim Edeka irgendwas siehst, etwas hörst und in Resonanz kommt mit dem, was du erlebt hast. Sei es nun, dass deine Eltern in der Kindheit verstorben sind, dass dein Vater, deine Mutter ein Alkoholproblem hatte, dass du schwer krank warst, weil du Angst hattest vor bestimmten Situationen, dass du gemobbt wirst, dass du viel verloren hast, dass du Betrug erlebt hast. Was auch immer in deiner Familiengeschichte schwer war oder auch immer noch schwer ist. Wo du spürst, selbst wenn du manchmal versuchst, im Leben klarzukommen und zu leben, dass eben durch diese Außensituation etwas in Resonanz kommt und du dann aufgewühlt bist. Dass du entweder körperliche Symptome hast, weil du bereits krank bist oder chronische Krankheitsphänomene hast oder weil du psychische Störungen, Aspekte, Schmerzen, Angstattacken hast, die du vielleicht an manchen Stellen nicht wahrnimmst, die sich aber über den Körper äußern, dass du Druckgefühle auf der Brust hast, dass du abends im Bett liegst und diese Restless Legs hast. Ich habe auf unserer CD Schlafstörungen und Homöopathie da länger berichtet. Viele Menschen erzählen mir, dass sie abends im Bett sind und dann ihre Beine so zittern oder so Zuckungen haben. Dass du überhaupt nachts aufwachst, schweißgebadet bist, Albträume hast, dass du spürst, dein Ohr klingelt oder saust, dass du einen komischen Geschmack im Mund hast, Sodbrennen hast, Blähungen hast, immer wieder Durchfall hast, zu Blasenentzündungen neigst. Egal, wo deine körperliche Ausdrucksform für den Stress ist, den du hattest oder den du hast. Spür mal, was passiert, wenn du dich so im Arm nimmst und erstmal diesen Satz sagst, es war ganz schön schwer. Und dann an die Geschichte denkst, die jetzt in deinem Leben einfach war. Dass du spürst, dass du die Kraft hast, die Macht hast, dich jetzt zu umarmen. Und dass du Mitgefühl und Wertschätzung dir selbst schenken kannst. Und ich glaube, ganz oft erwarten und wünschen wir uns natürlich das von Mitmenschen. Aber ich habe immer wieder erlebt, wenn man sich selber schenkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es uns Mitmenschen auch schenken, vielleicht nicht die, von denen wir es uns wünschen. Aber doch immer wieder Menschen in unser Leben kommen, die uns wertschätzen und annehmen, wie wir sind, dass es viel, viel leichter geht, wenn du diesen ersten Schritt machst, dass du für dich einfach spürst, ja, ich bin noch nicht durch. Und vielleicht werden wir in diesem Leben niemals ganz durch sein mit unseren schwer erlebten Schicksalsaspekten. Wir werden sicherlich alle immer wieder Phasen haben, wo wir glücklich sind, zufrieden sein können, uns in Dankbarkeit erleben, Freude haben. Aber vielleicht wird es auch immer wieder Situationen geben, wo wir in diese Resonanzfelder kommen. Und ich wünsche dir an dieser Stelle, dass du wirklich auf der einen Seite durch dieses Annehmen und Fühlen, ich hatte es schwer oder ich habe es vielleicht bis jetzt immer noch schwer, spürst, was Macht für dich bedeutet. Dass du dir Gutes tun kannst, dass du überlegen kannst, welche Chance habe genau ich. Und ich habe in den letzten Tagen ein Jahrescoaching geschrieben. Es war so ein Projekt, das ich letztes Jahr verkauft habe, um die Weihnachtszeit, so ein Jahrescoaching, dass die Kunden, die das gekauft haben, eben jeden Monat ein E-Mail bekommen und auch jeden Monat so ein Beratungsgespräch hatten mit diesem Coaching. Und in diesem Jahrescoaching ist mir nochmal so bewusst geworden, was wir für Chancen haben, gerade wenn wir systemisch mit anderen Menschen mitleiden, was es für eine Macht hat, wenn wir das Positive versuchen, aus der anderen Geschichte zu leben.
dass wir eben auf der einen Seite, wer sich mit Aufstellungsarbeit auskennt und weiß, dass wir ganz oft mit Ahnen, mit Großeltern mitleiden, weil die es so schwer hatten. Also wenn die Großeltern viel verloren haben, kommen viele Menschen jetzt in diesem Leben immer wieder in Verlustsituationen oder sie Verlustängste haben. Wenn die Großeltern krank waren, Krebs in der Familie war, dann ist entweder in einem selber Krebs diagnostiziert worden schon oder dass einfach man Menschen verloren hat, die einem am Herz liegen. Aber es kann eben auch eine positive Verbindung sein. Und das war sehr schön, als ich diesen Coaching-Letter geschrieben habe, habe ich so überlegt, welches Foto lade ich hoch. Und da habe ich so gedacht, ja, wenn ich an meinen Vater denke, mein Vater hat sehr, sehr gerne fotografiert. Und das war sehr spannend. Ich habe dann ein Foto da eingebettet, wo Tiere drauf waren, weil ich sehr gerne Tiere fotografiere. Und da wurde mir nochmal so bewusst, wie man die Möglichkeit hat, die positiven Elemente der Eltern in einem zu verbinden. Und für mich ist es eben, wenn ich Tiere fotografiere. Meine Mutter liebt Tiere über alles. Mein Vater hat sehr gerne fotografiert. Dass ich das in mir verbinden kann und die Kraft dann aus mir heraus leben kann. Viele Dinge, die du erlebt hast, sei es nun, dass du ein Kind verloren hast, Eltern verloren hast, eben oder Missbrauch oder Betrug in deiner Familie war, fühl mal diesen Satz für diese Woche oder wann auch immer du das Video jetzt siehst. Was könnte dein Leben, was könnte in deinem Leben, was könnte das für eine Chance sein, dass genau du das erlebt hast, dass du genau in dieser Konstellation bist, dass es Sinn machen kann, dass du das Schicksal verarbeitest, dass du versuchst, es in dir zu transformieren. Und wo kannst du dann nicht mit Schuldzuweisungen auf Verursacher, sondern tatsächlich in der Welt etwas erschaffen, wo du spürst, es richtet dich auf, es macht dich gerade. Ich hätte die Aufstellungsarbeit so für mich nie weiterentwickelt, wenn ich nicht das Schicksal gehabt hätte, wie es war. Ich hätte niemals diese ganze Arbeit geleistet, um die Forschung für die Aufstellung für die Pferde zu machen, wenn nicht die Pferde in mein Leben gekommen wären und immer so viele kranke Pferde, auch mein eigenes Pferd dauernd krank gewesen wäre und ich für mich eine Technik gebraucht habe. Wie kann ich dem wirklich alltagstauglich pragmatisch helfen? Das heißt, ich möchte es einfach nochmal wiederholen. Schau, was hast du für ein Schicksal wirklich gehabt? Nimm es an, tröste dich, wertschätze dich, wie schwer du es gehabt hast. Und wenn es noch nicht so lange her ist, dann wird es schwieriger sein, aber wenn es etwas länger her ist, hab den Mut zu fragen, wohin? Schau in die Zukunft. Was habe ich für eine Chance? Wo kann ich Dinge weiterentwickeln, die ich einfach unglaublich gut verstehen kann, weil ich es erlebt habe, weil ich einfach verstehen kann, was es bedeutet und dass du anderen Menschen Mut machen kannst, egal wie auch immer, dass man Schicksal als Chance sehen kann, Dinge umsetzen kann, dass man dadurch eben auch eine ganz besondere Dynamik in diesem Leben haben kann, Dinge zu erschaffen, zu materialisieren. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Montag. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, teils. Ganz schöne Woche.